Unsere Studierenden verändern die Welt zu einem besseren, weil sie dazu beitragen, die österreichischen Ziele hinsichtlich 2030 100% erneuerbare Stromversorgung einzuhalten. Sie haben Lösungen, dass man das wirklich schafft. Zum Zweiten, das übergeordnete Ziel ist ja die Klimaneutralität Österreichs bis 2040. Energieeffizienzmaßnahmen, wie müssen Gebäude zukünftig aussehen, dass das mit der Klimaneutralität passt. Bevor ich begonnen habe zu studieren, habe ich mich lange gefragt, was ich genau machen möchte und wie ich ein Studium angehen möchte. Und für mich gab es einfach immer eine Sache im Leben, und zwar ich wollte die Welt verändern. Aktuell ist auch die Energiewende sehr relevant, und das war für mich sehr ausschlaggebend, dass ich diesen Studiengang wähle. Also für mich war von Anfang an klar, dass ich irgendwas in Richtung Klimaschutz machen möchte und dieses ganze Umweltthema. Aber ich wollte es auf jeden Fall eher von der technischen Richtung angehen, und deswegen habe ich mich für die FH entschieden. Also gerade jetzt fängt es an, richtig cool zu werden. Also ich bin jetzt im 5. Semester und wir machen ganz viele Projektarbeiten und arbeiten wirklich direkt mit, teilweise auch mit Firmen zusammen, und das ist sehr cool. Was mir wirklich sehr gefällt am Studiengang ist, dass wir laufend Exkursionen haben, uns auch vor Ort die Sachen anschauen können. Die Kraftwerke, die Anlagen. Dann gefällt es mir auch sehr, dass das Studium sehr praxisorientiert ist. Also wirklich jedes Semester haben wir da 1 bis 2 Labore zu einem bestimmten Fach. Das bringt auch einem Studierenden näher. Wir haben sehr viele Vortragende, die von außen kommen, die Realität sozusagen ins Haus holen, und zum anderen die Verzahnung mit der Wissenschaft. Wir haben selber im Haus sehr viele Forschende, die auch unterrichten, und sehr viele Forschungsprojekte, die wir versuchen auch im Studiengang dann einzubringen. Sei es einfach in die Vorlesungen, dass diese auf dem aktuellsten Stand sind, aber auch dann nachher für Projektarbeiten oder für Bachelorarbeiten, dass da wirklich Teile von Forschungsprojekten einfließen. Die erneuerbaren Energien fördere ich etwas, mit dem ich auch der Umwelt natürlich schütze oder halt besser nutzen kann, ausnutzen kann, was uns die Umwelt auch bietet. Ja, unsere Studierenden können nach dem Abschluss, nach 6 Semester mit dem Bachelor in der Tasche zum einen Anlagen planen, sei es Photovoltaik, sei es auch Windkraft, zumindest die Grundzüge, und können aber auch im Gebäudebereich energieeffiziente Gebäude, Energieeffizienzmaßnahmen nennen und diese auch anwenden. Also sie finden ein breites Spektrum an Aufgabenmöglichkeiten.